Chicago. Und heute gab es erst Poster zum metastasierten Brustkrebs und dann die Poster-Discussion mit Postern, die als speziell bedeutsam ausgesucht worden sind. Und da war eins zur Kleopatra-Studie, die 8 Jahresdaten, Nachbeobachtungsdaten. Was wurde bei der Kleopatra ursprünglich mal geguckt oder worum ging es? Und was wurde heute gezeigt mit den 8 Jahresdaten? Ja, die Studie Kleopatra hat untersucht, ob die Therapie bei Brustkrebs, der schon Metastasen gebildet hat, bei Frauen, die einen sogenannten H2-positiven Brustkrebs haben, das heißt, die eine bestimmte aggressive Eigenschaft in ihrem Tumor haben, ob bei diesen Frauen die Antikörpertherapie mit Trastuzumab alleine oder vielleicht eine Kombination mit dem Antikörper Pertuzumab zusätzlich besser ist. Und es hat sich in der Studie gezeigt, schon in einer frühen Analyse, dass die Hinzunahme eines zweiten Antikörpers zu der Therapie gemeinsam mit einer Chemotherapie zu einer deutlichen Verbesserung der Therapiewirksamkeit führt. Und zwar nicht nur zu einer Verlängerung der Therapiewirksamkeit, sondern tatsächlich auch zu einer Verlängerung des Überlebens. Und das ist in der Therapie von metastasierten Brustkrebs ein weiterer gewaltiger Durchbruch gewesen. Und was wir heute gesehen haben, waren die Daten einer ganz langen Nachbeobachtung. Und was man dort sieht, ist einmal dieser Überlebensvorteil, die Kombination der beiden Antikörper Trastuzumab und Pertuzumab, der bleibt. Und zum anderen hat man gesehen, dass ein Teil der Frauen auch mit dieser metastasierten Erkrankung auch nach 8 Jahren noch ohne ein Voranschreiten der Erkrankung leben. Also für einen Teil der Frauen wird dieser Traum wahr, die metastasierte Erkrankung zwar nicht heilbar, aber als chronische Erkrankung behandelbar. Auch hier zeigt sich also, dass das ursprünglich so gefürchtete HER2-positive Mammakarzinom eigentlich jetzt, sagen wir mal, dadurch, dass eben die Marker da sind, eigentlich ein Vorteil gegenüber anderen Metastasierungen hat? Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass diese Form von Brustkrebs in sowohl der frühen Situation als auch in der metastasierten Situation, wenn dann auch in der metastasierten Situation nicht heilbar, am besten zu behandeln ist. Und eine ganz interessante Frage, die in der Diskussion dann aufkam, auch in der Diskussion mit dem Publikum, war die Frage, was macht man, wenn die Behandlung nach 5, 6 Jahren mit der Infusion der Antikörper alle 3 Wochen weiterhin so ist, dass es kein Zeichen, keine Beschwerden der Metastasen, Zeichen des Wachstums der Metastasen gibt, man also eigentlich ja weiterhin eine chronische Erkrankung hat. Und die Frage, die dort gestellt wurde, ist, soll man dann die Behandlung vielleicht absetzen? Ich glaube, so im Publikum und auch auf dem Podium derjenigen, die die Studie durchgeführt haben und vorgestellt haben, war natürlich die Mehrheitsmeinung, nein, das soll man nicht automatisch machen. Aber es ist ganz interessant, man hat auch manchmal solche Diskussionen mit Frauen, Patientinnen, die fragen, wir raten nicht dazu und ich hatte bisher auch noch keine Patientin, die gesagt hat, ach, ich höre einfach mal auf und warte ab. Es ist natürlich letztendlich doch eine Art Lebensversicherung und wie gesagt, für einen Teil der Frauen eben eine dauerhafte Lebensversicherung mit einer nicht heilbaren Erkrankung. Und bei einer relativ guten Lebensqualität. Außer einer Infusion alle 3 Wochen, der zweite Antikörper ist noch nicht als Spritze erhältlich, insofern ist es eine Infusion immer. Rund alle 3 Wochen, da kann man sicherlich mal ein bisschen flexibel sein, glaube ich, ist es wenig, was die Lebensqualität darauf beeinträchtigt. Ja. Wenn jetzt eine Patientin, der es ja dann relativ gut geht, vielleicht mal sagt, mein Mann und ich möchten für 1, 2 Monate irgendwohin abdüsen. Das ist immer eine gute Idee und beide Antikörper haben eine lange Halbwertszeit, wie man sagt, das heißt, die bleiben relativ lange in der Blutbahn und selbst in der Studie, ja so etwas mal streng reglementiert, war es erlaubt, einmal die Behandlung komplett auszusetzen, also 6 Wochen Abstand zu machen. Ich würde sogar sagen, 2 Monate Urlaub wären auch kein Problem, ohne dass man jetzt am Urlaubsort zwingend eine Infusionsgelegenheit organisieren muss. Urlaub bedeutet ja auch Urlaub von der Infusion und dazu raten wir immer wirklich sehr. Wunderbare Neuigkeiten, vielen herzlichen Dank. Ja.